Hey Leute, mir ist letztens aufgefallen, dass meine letzten Reviews alle so ein bisschen sehr negativ waren und ich die Spiele eigentlich überwiegend schlecht bewertet habe. Und das nächste Review, das wäre eine ähnliche Kerbe geschossen. Und deshalb habe ich mir gedacht, dann review ich doch lieber zwischendurch mal irgendwas, was ich auch gut finde, damit ich nicht wie so ein motzendes Arschloch dastehe. Und während mancher YouTuber eine ABC-Serie startet und lange Zeit braucht, um hinten anzukommen, fange ich doch hinten an beim Z. Und das ist auch schon der Name des Spiels. Die Bitmap Brothers. Ein kleines Entwicklerstudio, das vor allem in den 90ern sehr aktiv war. Ihr bekanntester und erfolgreichster Titel neben dem Jump'n'Run-Urgestein Gods ist zweifelsohne das 1996 erschienene Z. Oder Z. Oder Sie. Oder Sö. Whatever. Die Story in aller Kürze: blaue und rote Roboter kämpfen um die Vorherrschaft auf einem entfernten Planeten. So ungefähr. Aber wozu braucht dieses Spiel auch eine große, tolle Story? Bei einem Spiel, in dem sich Roboter bekämpfen, kann doch nicht schief gehen, oder? Ja, gut, doch. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Z ist mir vor einer halben Ewigkeit über die Spielesammlung Gold Games 2 untergekommen. Meine Erinnerungen daran: zu schwer, im Vergleich zu Command & Conquer zu langweilig. Was für eine ignorante, kleine Kackbratze ich doch war. Egal, ich hab's während dem Studium immer mal wieder gespielt und festgestellt, dass es ein wirklich innovatives, spaßiges und super durchdachtes Konzept ist. Zu Beginn fühlt sich das Spiel wie ein klassisches Echtzeitstrategiespiel an, aber mit zwei großen Abweichungen. Erstens, man kann keine Gebäude bauen, nur Landstriche erobern, auf denen bereits Gebäude stehen. Zweitens, es gibt kein Geld, nur Zeit. Will man neue Einheiten oder Fahrzeuge bauen, dann dauert das einfach nur mehrere Minuten. So lange muss man mit den Einheiten auskommen, die einem bereits zur Verfügung stehen, sowie mit der Ausrüstung, die schon auf der Weltkarte rumliegt. Ziel des Spiels ist es, das gegnerische Zentralfort zu zerstören. Das gelingt, indem man es nur lange genug unter Beschuss nimmt, indem man alle Verteidigungsanlagen am Fort zerstört oder indem man unter den Wirren eines Angriffs eine Einheit durch den Eingang schickt. Der Weg dahin ist so simpel, wie er schwierig ist. Zunächst sollte man möglichst alle Bereiche auf der Karte unter seine Kontrolle bringen. Mit einem Bereich erhält man auch die Funktion von Produktionsradar oder Verteidigungsanlage. Je weniger Bereiche dem Gegner zufallen, umso weniger Einheitennachschub erhält er. Muss sich der Gegner erstmal auf seinen Fort zurückziehen, ist das Spiel schon fast gewonnen. Eine der großen Stärken des Spiels ist die Gegnerintelligenz. Der Gegner agiert sehr taktisch und passt sich unter Umständen sehr schnell einer neuen Situation an. Das macht das Spiel knifflig, aber aus gutem Grunde und nicht nur deswegen, weil der Gegner mit mehr Bums starten würde. Das zweite Merkmal, das Z so einzigartig macht, sind die coolen Sprüche und Zwischensequenzen, die vor allem durch tiefschwarzen Sarkasmus und Humor begeistern. Lasst es brennen! Doch wie das bei Spielen so ist, hat Z auch seine kleinen Schwächen. Eine davon ist die Steuerung. Die hakt ganz schön. Und wenn man endlich mal sehr präzise angegeben hat, wo man seine Einheiten hinschieben will, dann laufen die in ganz merkwürdigen Routen wild und planlos umher. Denn im Vergleich zur guten Gegnerintelligenz ist die Intelligenz der eigenen Einheiten eher eine bockige Zickigkeit. Die machen nämlich, was sie wollen. Zerbomben die Landschaft, sammeln hier und da noch Granaten oder einen Jeep ein. Ja. Und zugegeben, ab Level 6 hat man sich entweder in das Spiel verliebt oder man wird es zur Seite legen. Wirklich viel Abwechslung gibt es nicht. Es wird schwieriger, die Landschaft wechselt, aber das Spielprinzip bleibt dasselbe wie in der ersten Mission. Selbst die Zwischensequenzen wiederholen sich verdächtig oft. Mir selbst gefällt es sehr gut, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, dass das Spiel zu schnell zu langweilig wird. Inzwischen wurde das Spiel sogar für iOS und Android portiert, sodass man es auch auf dem Smartphone spielen kann. Denn wir alle wissen, wahre Freude im Menschen entsteht erst dann, wenn er auf dem Klo-Roboter in die Schlacht schicken kann. Und mit diesen warmen Worten schließe ich für heute ab und kann nur jedem gewieften Strategen empfehlen, diesem Spiel mal echt eine Chance zu geben. Es lohnt sich. Für Verächter von DOSBox habe ich in der Videobeschreibung einen Link zu Zord eingefügt. Zord ist ein Open Source Remake des Original Z, das auch sehr nah am Original ist und wunderbar unter neueren Betriebssystemen funktioniert. Probiert's aus!